Seit mehr als einem Jahrhundert ist die Kryochirurgie für die Behandlung von verschiedenen Hauterkrankungen bekannt. Behandlungsgeräte der CryoPro-Serie, die mit flüssigem Stickstoff arbeiten, repräsentierten die moderne Kryochirurgie in fortschrittlichster Form. Die heutige Kryochirurgie bietet hocheffektive und schnelle Behandlungen zu niedrigen Preisen. Sie ist relativ schmerzarm und bietet hervorragende Ergebnisse. Kryochirurgie bedeutet kontrollierte Zerstörung und Vernichtung von krankem Gewebe durch Kälte. Durch den blitzschnellen Wärmeentzug der Haut kommt es zur Eisbildung des Zellwassers, welches die Zellmembrane platzen lässt. Erinnern Sie sich, Wasser dehnt sich während des Einfrierens aus. Diese Reaktion der Zelle wird durch das langsame Auftauen verstärkt und somit weiteres Gewebe zerstört. Fazit: Das A und O der Kryochirurgie ist das schnelle Einfrieren und das langsame Auftauen. In der Vergangenheit wurden Lachgas und Kohlendioxid zum Einfrieren benutzt. Heute ist flüssiger Stickstoff das effektivste und populärste Kältemittel. Bei minus 196 Grad Celsius bringt er die größte Kälte, ist ungiftig und umweltfreundlich, zudem preisgünstig und leicht verfügbar. Das CryoPro gibt es wahlweise in zwei Größen, das Mini für 0,35 und das Maxi für 0,5 Liter flüssigen Stickstoff. Mit Ausnahme der Füllmenge sind sie absolut identisch. Das CryoPro besteht aus einem vakuumisolierten, doppelwandigen Stahlbehälter und einem Deckel mit einem Druckregler und einer Sprüheinheit mit Handgriff. Der Handgriff lässt sich ganz leicht für links- oder rechtshändigen Gebrauch einstellen. Der Druckregler sorgt für Druckausgleich und somit für konstanten Arbeitsdruck. Wird Druck abgelassen, kann dies durch einen Zischton hörbar sein. Diese Eigenschaft ist normal. Eine Rändelschraube ermöglicht das schnelle Austauschen von Düsen und Sonden. Flüssiger Stickstoff wird in drucklosen Behältern gelagert. Die spezielle Isolierung sorgt für eine geringe Verdampfung. Diese Behälter sind normalerweise mit 20 bis 35 Liter Stickstoff gefüllt. Dies entspricht einem Vorrat von 2 bis 4 Monaten. Für den täglichen Gebrauch ist der leichte Umgang mit Stickstoff erforderlich. Dazu empfiehlt es sich, einen Stickstoffheber zu benutzen. Der Heber ist so entwickelt, dass er auf die Mehrzahl der heute auf dem Markt befindlichen Behälter passt. Der Flansch, gleichzeitig Griff, ist höhenverstellbar, damit die Degenlänge einstellbar ist. Das elastische Material sichert einen Verschluss des Behälterhalses, wenn dieses fest aufgedrückt wird. Der Stickstoffheber, den Cortex Technology anbietet, sorgt für ein sicheres und schnelles Auffüllen des CryoPros. Der Sinterkegel am Heber sorgt dafür, dass Kristalle und Verunreinigungen im Stickstoff nicht in das CryoPro gelangen. Der Abfüllprozess ist beendet, wenn der Flansch entfernt wird. Ist das CryoPro gefüllt, wird es mit dem Deckel verschlossen und ist einsatzbereit. Der endgültige Arbeitsdruck wird nach ein paar Minuten erreicht. Es gibt zwei Methoden der Kryochirurgie, das offene Sprühverfahren und das geschlossene Kontaktverfahren. Im Sprühverfahren gibt es keinen Hautkontakt. Diese Methode lebt vom Flüssiganteil. Damit der Stickstoff nicht verdampft ist, bevor er auf die Läsion trifft, ist eine geringe Distanz einzuhalten. Ein Abstand von 5 mm ist ideal und ermöglicht das genaueste Sprühen. Als Standard wird das CryoPro mit 6 Düsen geliefert, somit ist eine Vielzahl von Anwendungen abgedeckt. Die Düsen variieren von A bis D, wobei D die kleinste Öffnung mit dem dünnsten Strahl bietet.
wählen Sie einfach die Größe der Düse, mit der Sie die Läsion gleichmäßig schnell einfrieren können und die gesunde Haut nur minimal verletzen. Das offene Sprühverfahren ist ein schnelles und effektives Einfrieren mit minimaler Behandlungsvorbereitung. Die Reinigung der Düse entfällt, da es nicht zum Hautkontakt kommt. Laterale Ausdehnungen sind zu beachten. Für das geschlossene Kontaktverfahren werden sogenannte Kontaktsonden verwendet. Für diese Methode wird ein Metalltipp auf die Läsion gepresst. Kontaktsonden sind in verschiedenen Größen, von spitz bis zu 30 mm Durchmesser, verfügbar. Ein Silikonschlauch leitet das Gas sicher ab. Die Sonde wird nach der Größe der Läsion gewählt, das Behandlungsareal mit Gel oder einem nassen Watteträger befeuchtet. Nun wird die Sonde im warmen Zustand positioniert und erst nach Hautkontakt der Handgriff betätigt. Nach wenigen Sekunden adaptiert die Haut mit der Sonde. Klebt die Haut an der Sonde, ist der optimale Wärmeentzug garantiert. Gefroren wird, bis ein Rand von 1 mm um die Sonde sichtbar wird, dann den Handgriff loslassen. Die Sonde kann nach einigen Sekunden entfernt werden. Diese Methode sichert ein schnelles Einfrieren und ein langsames Auftauen, somit eine optimale Behandlung. Das Kontaktverfahren bietet ein tiefes Einfrieren mit minimaler lateraler Ausdehnung. Die Dauer der Gefrierzeit ist von der Läsion und der Behandlungsart des Anwenders abhängig, aber 10 bis 15 Sekunden Dauerfrieren deckt ein breites Einsatzspektrum ab. Richtlinien dazu und zur Wahl von Düsen oder Sonden finden Sie im beigefügten Manual oder empfohlener Literatur. Wir empfehlen, die Sonde 15 Minuten bei 121 Grad Celsius zu autoklavieren. Mit der Zeit können sich Eiskristalle im Behälter bilden. Wenn der Deckel des Behälters benutzt wird, werden Partikel vom Stopfen abgerieben, die zu Verunreinigungen führen. Es wird empfohlen, den Behälter zweimal pro Jahr zu reinigen. Bringen Sie den Behälter nach draußen und vergewissern Sie sich, dass er leer ist. Danach trocknen Sie ihn von innen aus. Sie können einen Staubsauger benutzen, der 20 bis 30 Minuten eine starke Ventilation erzeugt. Der Behälter ist nun gereinigt und kann wieder befüllt werden. Unser Stickstoffheber ist mit einem Filter, einem sogenannten Sinterkegel, versehen. Ist er verstopft, was passieren kann, muss er durch einfaches Abschrauben ersetzt werden. Eine verstopfte Düse lässt sich leicht reinigen. Abschrauben, entgegengesetzt vor das CryoPro halten und den Handgriff betätigen. Achtung! Austretender Stickstoff kann Kälteschäden verursachen. Nach einem Arbeitstag kann die Restmenge im CryoPro zur Verdampfung belassen werden oder Sie gießen den Stickstoff zurück in den Behälter. In diesem Fall verschließen Sie das CryoPro wieder. Sie vermeiden Kondenswasser und Eiskristalle, die das Sprühventil verstopfen können. Ein Behälter ist schwer und muss vorsichtig bewegt werden, um ein Überschwappen zu vermeiden. Ein Rollwagen sorgt für Mobilität. Bewahren Sie Ihren Behälter in belüfteten Räumen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.